Willkommen bei unserem Bonuskapitel Einfetten der Backformen. Es ist ganz egal, welche Form Sie einfetten und bemehlen, der Schritt ist immer derselbe. Wir machen das jetzt hier mit dem Backblech. Wir benötigen dazu Butter oder Margarine. Das ist ganz einfach, man nimmt ein Stück in die Hand. Der soll natürlich weich sein, der Butter oder die Margarine, streichfähig. Ich gebe einfach was runter, man hat einfach in den Fingern mehr Gefühl. Man könnte das auch auspinseln, aber ich mache das wirklich gezielt mit den Fingern, weil ich hier wirklich gezielt auch schön in die Ecken komme und wirklich großzügig sein beim Auftragen. Man kann wirklich die Butter oder die Margarine sehen. Es ist wirklich egal, ob das jetzt so ungleichmäßig aufgetragen wurde. Die Hauptsache ist, dass genügend Fett an den Rändern ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt gezielt nicht den Boden befettet, weil wir hier ein Backpapier auflegen. Das kommt dann nämlich so drauf. Ich gebe das jetzt noch nicht drauf, weil es muss vorher bestaubt werden mit Mehl. Wenn ihr kein Backpapier habt, dann müsst ihr auch die ganze Fläche mit Butter oder Margarine bestreichen. Aber nur, wenn ihr kein Backpapier habt. Also, die Ränder sind mit Butter bestrichen. Jetzt nimmt man einfach das Mehl her. Das kann jetzt griffiges sein, glattes Mehl. Ja, können sogar Brösel sein, aber wir verwenden hier Mehl. Ich gebe das einfach gezielt auf die Mitte. Und jetzt werde ich mit dieser Bewegung die Seitenränder bestäuben, heißt das. Ja. Ich lasse das jetzt wirklich rundherum laufen, das Mehl. Und ihr seht, es ist wirklich schön bemehlt. Und das muss so sein, weil wenn das Backgut hineinkommt, muss es sich ja dann wieder von der Form lösen. Würde ich es nämlich nicht befetten und bemehlen, würde das Backgut hier kleben bleiben. Ja? Und es ist wirklich sehr, sehr unangenehm, dass man dann das herausbekommt. Es wird dann jeder Kuchen, jeder Tortenboden, alles zerstört. Und so fällt es wirklich von alleine heraus. Darum ist es wirklich wichtig, das richtig zu machen. Das überschüssige Mehl gehen wir einfach wieder zurück. Ich klopfe dann noch einmal drauf. Ihr seht, es kommt immer noch ein bisschen Mehl. Ja? Und so ist es jetzt fast fertig. Ich gebe jetzt noch das Butterpapier drauf. Das gebe ich jetzt und drücke es an. Und diese Form wäre jetzt fertig zum Einfüllen der Teige. So schaut das aus. Da haben wir zuerst einen kleinen Bug gehabt, aber so müsste das dann ausschauen, auch bei euch. Wenn ich das jetzt mit einer runden Form mache, kann ich natürlich auch das mit einem Backpapier auslegen. Das Einzige ist, ihr müsst den Boden auch beim Backpapier rund ausschneiden und dann einfach auch die Folie in den Boden hineinlegen. Ja, das ist dieser Schritt. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, ihr habt das sicherlich auch schon öfters gehört, es gibt Trennfettsprays, die müsst ihr nach Anleitung auftragen. Das steht immer auf den Dosen und da könnt ihr dann auch nichts falsch machen. Aber ich mache es immer nach alter Schule. Ich bebuttere die Formen, bemehle sie und verwende sie dann so. Also gutes Gelingen beim Einfetten der Backformen.